Hallöchen und willkommen zum heutigen Pokémon Let's Go Stream. Wir betreten eine ganz normale Azuria City Arena und freuen uns auf die Prüfung hier. Oh, ui. Da ist was los, ne? Schöne Arena. Howdy, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? Kennst du Misty, die Arenaleiterin von Azuria City? Die ist ziemlich stark. Deshalb darf ich leider nur Trainer mit einem Pokémon reinlassen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Diese Ironie. Nur zu deiner eigenen Sicherheit. Sie ist sehr stark. Du darfst mindestens Level 15 Pokémon rein. Wenn du gegen die Arenaleiterin antreten willst, musst du mir ein Pokémon zeigen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Ist dir schon mal aufgefallen, wie er mit diesen erhobenen Zeigefinger noch zeigt die ganze Zeit? So total ermahnend noch. Das ist so lächerlich. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Hier, guck mal, mein Pikachu ist auf 20. Was willst du, hä? Wow, ich wusste es. Du hast schon so ausgesehen, als hättest du ein Pokémon vorzuweisen, das mindestens Level 15 erreicht hat. Dann hält dich nichts mehr davon ab, dein Können in der Arena von Azuria City auf die Probe zu stellen. Gib alles! Der sagt ja gar nichts mehr dazu, dass hier so viele Mädels am Start sind. Ich weiß nämlich noch genau, in den alten Editionen war das noch ein großes Thema. Für mich natürlich überhaupt nicht. Ja, ich finde diesen Pool wunderschön und das auch glitzernde Wasser. Okay, der Sprung war auch nicht schlecht. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt! Kann man so ein bisschen falsch verstehen? Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Gräten nass machen. Okay. Da muss man direkt nach einer Minute schon los. Und dann diese Pose! Ja. Welche Schwimmerin macht so eine Pose so? Also, Nintendo weiß auf jeden Fall, wie man Stonks macht. Bei denen läuft. Aber bei uns auch, denn wir lassen uns von nichts beirren. Nee, wir hauen drauf. Und saugen sie aus. Also, das Pokémon. Ja. Goldini. Absorber. Ja, vielleicht hätte sogar Absorber alleine schon gereicht. Bester Spruch, legendär. Wann holst du Shiggy ab? Es geht eh erst in Orania City. Und für Bisasam und Glumanda müssen wir noch mehr Pokémon fangen, haben wir ja in der letzten Folge erfahren. Ja. Wie viel braucht man für Shiggy eigentlich? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich 70 oder sowas. Keine Ahnung, werden wir noch rausfinden. Wir holen die so bald wie möglich. Wäre zwar cool gewesen, hier noch mit Bisasam reinzuspazieren, aber wir wollen ja auch nicht zu OP sein. FBI, open up. Ey, das Thumbnail war meine Idee, ne? Ja! Das Thumbnail war meine Idee! Das möchte ich zu meiner Verteidigung sagen. Das temporäre Thumbnail, weil finals wird das dann auch schon ein bisschen anders sein. Das war ihre Idee, ja. Aber im Community-Tab könnt ihr es euch noch anschauen dann. Jetzt wisst ihr, woher die ganzen perversen Witze so stammen. Ja, nicht das von ihm, er ist unschuldig. Liegt nicht an mir, es ist ihr Einfluss. Ja. Sie ist viel schlimmer als ich. Das stimmt, ja. Beste. Bianca Koch, vielen Dank für 5 Münzen Support. Hallo ihr beide, ich wünsche euch einen schönen Nachmittag PS. Das mit den 10 Münzen bei Min 40 war ich gestern. Hab erst später rausgefunden, dass man auch auf Stream Elements schreiben kann. Ach so, ja. Das, kein Thema. Jetzt weißt du es ja. Und auch nochmal an alle, wenn ihr was donatet, könnt ihr natürlich sowohl im Superchat als auch bei Stream Elements noch eine Nachricht hinterlassen. Ganz klar. Darüber freuen wir uns dann. Wenn es eine freundliche Nachricht ist, zumindest. Können Sie so Beleidigungen? Trickleur lässt jetzt keine da, aber 5 Münzen. Dennoch danke dir, Trickleur, und viel Spaß mit diesem besonderen Arena-Stream. Ach, jetzt bin ich klatschnass. Alter, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das alles Zufall ist. Das ist ja schon das dritte Mal oder so, dass hier krasse Anspielungen gemacht werden. Was zur Hölle? Wo die eh schon so leicht angezogen sind. Juli ist ein Schlingel. Ja, stille Wasser sind tief, ne? Sie exposed sich komplett, ich muss gar nichts mehr machen. Und ich bin Schein aus dem Schneider raus. Ich bin eigentlich das Engel. Naja, nicht ganz. Das Engelchen. Ja, okay, auch nicht ganz.
Wir sind beide crazy. Oh, Europe. Ja, aber es wird wahrscheinlich noch kein Aurora-Strahl können. Doch, glaub schon. Echt? Dann. Also lieber aufpassen. Aber ich wollte jetzt nicht mit Edelkraut und Pikachu gleichzeitig kämpfen, weil das wäre Overkill. Ja, das ist eh schon Overkill. Nein, ist jetzt Wasserdüse ein. Ach, Europe, du hattest deine Chance. Ja, nur weil es ein Volltreffer war. Jetzt wird's für Killerling langsam knapp. Ja, vielen Dank für die ganzen neuen Abonnenten, die hier gerade reinströmen. Ihr seid bestimmt nur wegen dem Pokémon-Content da und nicht wegen den Mädels. Und nicht wegen dem Thumbnail. Und nicht wegen dem Thumbnail, nein. Auf keinen Fall. Juli ist der schönere Engel, ja, das stimmt. Da expose ich mich gerne selber. Hey Jurob, du wirst es hier sogar noch schaffen. Nein, doch nicht. Aber es hat ganz schön Ärger gemacht, muss ich sagen. Habt ihr Pokémon Home? Ja, ich nicht. Ich muss ja meine ganzen Pokémon rübernehmen. Dafür zahle ich auch diesen teuren Preis. Ja. Ja, was will man machen, wenn man noch die alten Pokémon von Rubin, Saphir und Smaragd hat und von den ganzen anderen Spielen? Ich supporte das halt nicht, aber sie hat keine andere Wahl. Ja, ich werde gezwungen. So ist es wohl. Wir haben die hübschen, die Schwimmerinnen besiegt. Jetzt kommt es zum großen Arenaleiter-Clash gegen Misty. Nein, das ist zu einfach. Nimm Dingsbums und Kraut, Edelkraut mit Fairy, dann ist es spannend. Aber dann wechsle ich es gegen Starmie ein. Ja, dann kannst du das machen, aber wir fangen jetzt nicht schon so overpowered an. Okay, aber es soll im Arena-Kampf schon einen Auftritt haben, finde ich. Wen dann? Naja, nein, Fairy und Edelkraut. Aber Fairy kann doch kaum angreifen. Na doch, es kann Duplexieb. Okay. Ja, wir fangen so an und dann schauen wir einfach, wie es sich entwickelt. Na gut. Schöne Deko hast du da. Allein dieses Wandbild da hinten. Ja. Insane. Das hat bestimmt ein Schweinegeld gekostet. Und wenigstens hat sie was an. Ja. Also zumindest bisschen was. Hey, du. Was ist dein Motto bei den Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, einen Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Mädel, sie flext du bist aber auch. 11 oder so? Die sind alle frühreif im Pokémon, das war doch schon immer so. Immer. Alle krank. Nimm dich von meinen Lieblingen in Acht. Okay. Und auch die Pose auf dem temporären Thumbnail stammt aus dem Game. Wobei man es hier jetzt nicht sieht, aber das ist ein offizielles Artwork von Pokémon Let's Go Evoli Pikachu. Warum auch immer das genehmigt wurde von Nintendo, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht denken die halt nicht so wie wir. Nein, die Japaner bestimmt nicht. Ja. Die Japaner sind nochmal ein fünffaches Horn, ja. Aber okay. Absorber Attack. Ja, das ist easy. Früher hatte sie Sterndu und Starmie. Mittlerweile hat man da ein bisschen mehr Variationen reingebracht. Ist auch besser so. Aber die Konfusion, die tut weh. Die KP musst du dir sofort zurückholen und der Duplexieb ging daneben? Ja. Was? Ja, Duplexieb geht öfters mal daneben. Deswegen wollte ich ihr auch Geowurf beibringen, aber du sagst, nein, kein Geowurf für Pipi. Oder wenigstens kopflos. Das kann Pipi auch erlernen. Wo ist Mistys Freund, der in der zweiten Generation weggerannt ist? Ich glaube, das war nur ein Date. Und das ist dann ja vereitelt worden. Außerdem basiert ja Let's Go Pikachu auf Pokémon Gelb und Gold und Silber spielen ja nach Pokémon Gelb. Also das ist hier noch nicht passiert sozusagen. Das ist die Vergangenheit. Aber warte, spielen die Johto-Spiele nicht 2 Jahre nach Kanto? War da nicht was? Ich weiß nicht, die genaue Zeit. Jetzt mal angenommen, sie ist wirklich 10. Das heißt, sie hatte dann mit 12 ihr erstes Date. Ja, mein Gott, dann war das halt so ein Kindergarten-Date. Nee, ich glaube nicht. Die standen ja auch da vorne so. Kannst dich nicht mehr erinnern an den Steg. Route 25 neben Bills Haus. Ach doch, ich glaube schon. Ja, das ist Story in der Afterstory, nachdem man die Johto-Liga geschafft hat. Ach komm, Enton, weg.
Deine Aquaknarre wird dir jetzt auch nicht viel helfen. Wo kann man die Pokémon-Serie schauen? Also komplett leider nirgends, glaube ich, aber es gibt einzelne Staffeln bei jedem Stream-Anbieter. Nein, es gibt doch dieses Pokémon-TV, da kann man alle Staffeln nachschauen, nur nicht alle? Die Filme. Ja, alle. Pokémon-TV einfach mal bei Google eingeben. Also ich weiß nicht, ob es noch verfügbar ist, aber vor einem Monat oder so war noch alles verfügbar circa. Okay, krass. Gibt's auch eine App fürs Handy, da kann man auch gechillt dann auf dem Handy alles schauen. So, jetzt wird's doch sehr anspruchsvoll. Starmie auf Level 19 und macht ganz schön Ärger. Ich mach Gesang. Und ich werd wechseln. Ja gut, dann kann ich mir meinen Gesang sparen. Nein, mach, auf jeden Fall. Pikachu kommt rein, weil Myrapler würde dann eh von der Psychoattacke weggefetzt werden. Und vielleicht haben wir ja Glück. Und der Gesang trifft. Ja, oh, es macht Siedewasser. Okay, es sieht dich also als größere Gefahr. Oh ja, als Oh. Wie lächerlich. Und die Attacke geht auch noch. Nein. Aber es schafft durch die Willenskraft. Alles klar. Das ist so lächerlich. Das ist komplett lächerlich. Stellt euch das mal. Was für eine Wunderheilung. Du wirst von 500 Grad heißem Wasser getroffen, brennst. Aber allein deinen aus ganzen Arm ab. Aber dann denkst du an deinen Trainer. Oh. Der ist so lieb zu mir. Und plötzlich, die Haut regeneriert sich instant. Ja. Das ist so ein Schwachsinn. Okay, ich glaube, du solltest dann auch wechseln lieber. Und ich greife schon mal an. Ja. Mit... Donnerschock. Was soll ich da, Lichtschild aufstellen? Nein. Mach Donnerschock. Du bist so dominant heute. Ja, das regt mich halt auf. So... Aber ich fand das jetzt keine dumme Idee, ehrlich gesagt. Geh zurück auf... Nein! Hättest du auf Myrapla gehen sollen, weil bestimmt setzt du nochmal Siedewasser ein. Ja, egal, dann haben wir zwei overpowerte Pokémon. Das passt schon so. Starmie ist nicht zu unterschätzen. Siehst du, es tankt drei Hits. Ja, ich kenne das. Ich hatte recht. Doch auch. Ja, Myrapla wäre gute Counter gewesen in der Situation. Ja, na gut, dann greifen wir gemeinsam an, machen wir es fertig. Nochmal Donnerschock-Attacke. Und Flügelschlag und dann ist es weg. Gib ihm Para. Ja, braucht es nicht mal. Flügelschlag regelt dann schon. Schade. Was? Ja, ist so viel dazu. Ja. Oh nee, es ist dumm und greift noch mich an. Aber das hätte mich eh nicht gekillt. Das war lost. Das hätte sowieso nicht gereicht. Das weiß man nicht. Doch. Außer es ist ein Volltreffer. Aber komm. Man muss manchmal auch. Das wäre schon knapp gewesen. Ja, aber man ist auch auf Risiko. Hallo, Mathematik? Das wäre knapp gewesen. Aber wir haben es auch heute geschafft, den Arena-Orden zu erobern, ohne ein Pokémon zu verlieren. Mhm. Sehr gut. Und Edelkraut wird auch noch gelevelt. Genau, alle verdienen ihre Erfahrung und wir uns den Quellorden, glaube ich. Wow, ne? Ich habe verloren. Ja, du gewinnst viel Geld. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quellorden als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Yes! Yes! Du erhältst den Quellorden von Misty. Mit dem Quellorden in der Tasche gehorchen dir alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir, Siedewasser. Ja... Die ist schon sehr heftig, ja. Gerade für den Anfang des Spiels. Ja, mit der TM 29 kannst du die Attacke Siedewasser einsetzen. Wende sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Wir haben aber noch gar kein Wasser-Pokémon, fällt mir auf. Naja. Das ist leider wahr. Bekommen wir nicht irgendwo eine Angel oder so? Da war was, ja, aber ich glaube erst in Orania. Ja, aber mit Angel fängst du ja eh nur Carpador. Ey, aber damals war dieses Starmie sowas von broken. Fand ich. Das war wirklich eine sehr, sehr heftige Arena. Vor allem für mich, weil ich halt immer mit Glurak gespielt habe. Ja, eben. Das. Aber man muss schon sagen, weg. Misty... Die kann starke schon austeilen. Zweite Arena-Leiterin. Und auch in Let's Go ist der Kampf eigentlich recht anspruchsvoll. Ja. Wir kämpfen halt zu zweit, deswegen geht da ein bisschen Spannung verloren. Aber sie hat sich trotzdem sehr gut geschlagen und es war nicht unspannend. Und damit können wir die Stadt verlassen und Richtung Orania City aufbrechen. Nein, wo bin ich denn? Wir müssen hier hoch. Das
bin ich in der Bahn. Nico Matthias, danke für 2 Münzen. Und Dragon Scream mit 4 dabei. Wirst du das Pearl Diamond Remake als Challenge, sprich Naslock, spielen? Ich denke nicht, aber wir werden sehen. Eine Polizistin, was ist da los? Hey, gib mir sofort meinen Pokéball zurück. Was, Shiggy hat die Polizistin beklaut? Du bist verhaftet. Handschellen. Shiggy. Lol. Genau, dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Dabei muss ich doch auf das Haus aufpassen. Wie sie einfach diesen komischen Smiley da oben einblenden, ja, weil es zu aufwendig ist, die Gesichtsanimationen in Nahaufnahme umzusetzen. Dann macht es sich so einfach, wie man es machen kann. Hier geblieben! Lol. Kann man den jetzt hinterher? Nee, oder? Nee, die sind weg. Die sind einfach nur, damit sie da von dem blöden Haus weggeht. Die siehst du nie stimmt. wieder. Stimmt, weil vor der Arena ist dieses Haus blockiert, denn hier wurde eingebrochen. Pika? Pika. Selbst oh nein, selbst Tisch der Kaffee gut. und der ganze Tisch gebrochen. Oh mein Gott, was ist hier los, ey? Hauptsache, die Tasse ist noch ganz. Ja. Der Tisch hat es nicht überlebt, aber die Porzellantasse. Gute ja, Qualität. Macht Sinn auf jeden Fall. Gute Quali auf jeden Fall. Und der denkt nur ins Essen, sein Ernst? Da ist eine Beere drin. Warum sitzt denn eigentlich die Frau noch so lächelnd an dem Tisch? Das erinnert also mich voll an dieses Hund-Meme, wo er im brennenden Haus sitzt mit diesem Fein. Kenn ich gar nicht. Ey, aber wenn bei mir so eingebrochen wird, dann würde ich bestimmt nicht so da sitzen. Diese Halunken von Team Rocket hacken bestimmt wieder irgendeine Schandtat aus. Einem Anschein nach eine für diese Pokémon brauchen, die Löcher graben können. Ah ja. Aber ich lächle trotzdem. Sieh dir an, was Team Rocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar eine TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Mankey oder Sandlern die Attacke Schaufler beibringen kann. Ui. Du, die will ich aber haben. Ja. Wo ist dieses ätzende Team Rocket hin? Bestimmt richtig gut versteckt und über alle Berge ja, mit genau. Beide, denn sonst hätte die Polizistin nicht. Ihn ja gefasst. Was zur Hölle? Unfähige Polizei. Hey, du da. Du kannst doch nicht einfach so in anderer Leute Garten rumlatschen. Hä? Was ich hier mache? Och, ich bin nur am Rauchen. Ein bisschen verdächtig. Was, du glaubst mir nicht? Als ob die Polizistin ihn nicht gesehen hat! Ja. Pokémon-Logik? Waren das Bowsers Fußabdrücke? Ja, ein bisschen sah es schon danach aus, hast du recht, ja? This is fine. Was meint ihr mit this is fine? Ja, das ist dieses Meme. Ach so. Ich guck gleich mal nach, ich kenne das nicht. Ja, dieser Hund im brennenden Haus. Zumindest vom Namen her nicht. Oh, wir haben Mankey gerade nicht im Team, dann gehe ich auf Barney. Denn da ist doch allen Ernstes ein Radikal am Start. Hm, Duplex-Hieb. This is fine, Meme. Ach, der Hund, okay. Ja. Gesehen habe ich schon mal, aber ich wusste jetzt nicht, wie das heißt. Okay. Trickler, danke für 3 Münzen. Das wird Deutsch ausgesprochen. Zweimal. Bei mir stand aber hier Trickler. Dann hast du dich auf Stream Elements mit deinem eigenen Namen vertippt. Lost. Aber trotzdem weiß ich Bescheid, danke. Und Dragon Scream hat 4 Münzen da gelassen. Achso, das war der mit der Challenge. Da gehen wir vielleicht nochmal drauf ein, wenn du angreifst. Also neue Pokémon-Spiele möchte ich ja immer ganz gerne normal durchspielen. Und das Remake zählt für mich als neues Pokémon-Spiel. Deshalb kommt da in der Regel keine Challenge. Ob da doch noch irgendwas gemacht wird, werde ich kurzfristig entscheiden, aber stellt euch mal eher auf Nein ein. Und bei Strahlende Perle? Oder wie heißt es? Ja, nein, oder? Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Irgendwie ja, irgendwie sowas. Das wird dann wieder ein Challenge-LP. So, und du gehst jetzt ab in den Knast. Oh, ist ja schon gut. Ich gebe die gestohlene TM zurück. So lächerlich. Vor allem, du klaust sie ja dann auch, wenn du sie ja nicht zurückgibst. Ja, oder? Stimmt. Also, ich gehe da mal besser. Chill mit Öl. Ja, klar, wir lassen ihn einfach gehen. Ciao. Lol.
Jetzt möchte ich aber wissen, ob die drauf reagieren und dann sagen, ach, behalt. Kann man die Beere hier nehmen eigentlich? Natürlich nicht. Oh, sag bloß, du bringst mir die gestohlene TM zurück. Danke. Aber weißt du was, ich schenke sie dir. Ich habe eh eine tolle Versicherung. YOLO. Es wäre aber gut, wenn er noch eine Belohnung für die Ehrlichkeit gegeben hätte. Stimmt. Damit dann auch die Kinder lernen, dass sowas ja, richtig ist. Ja, und dass es sich lohnt. Genau, genau. Stimme ich komplett zu. So, Mankey, wo bist du denn? Ich finde ihn nicht. Hier oben. Ah, hier. Du kommst wieder rein ins Team. Und wir schmeißen mal vorübergehend Barney raus. Der ist eher auf 20, wird auch bald entwickelt. Ja. Aber fliegt jetzt erstmal raus. Und wir bringen ihm gleich mal Schaufler bei, denn das ist eine wirklich tolle Bodenattacke. Die auch Pikachu kann. Und Fairy auch. Also auf Pikachu macht es auf jeden Fall Sinn, weil es ja einen höheren physischen Angriff hat. Wie wir ja mittlerweile festgestellt haben, ne? Hier sieht man es auch. Mhm. Genau. Und wir schmeißen raus Lichtschild, weil du es eh nicht gefühlt hast. Ja. Ich fühle das im normalen Durchgang nicht defensiv zu spielen. Anton ins Team, meint Kurt Meier. Könnte man ja, drüber warum nachdenken? Nicht? Ich mag Anton. Könnte man drüber nachdenken? Der entwickelt sich auf Level 20, oder? War da so irgendwie sowas? 22? Keine Ahnung. Dann hätten wir auch mal ein Wasser-Pokémon. Das ist für den Kontrast ganz gut. Ja. Auf welchem Level war das denn? 10. Ja, gut. Müsste man ein bisschen hochtrainieren, aber. Das geht schon. Fühle ich eigentlich schon. Und dafür geht dann mal Smetbo raus. Ja, du. Das bringt. Ja, genau, dem Team hinzufügen. Ja, ich mach's immer falsch. Keine Ahnung wieso. So, und dann gleich mal Siedewasser beibringen. Dann kann es nämlich sein niedriges Level kompensieren. Ja. Das ist ja auch eher ein spezieller Angreifer, oder? Uff, das weiß ich jetzt nicht. Ich denke aber eher schon. Wie ist es bei Pipi? Pipi ist physisch. Oder? Also momentan ja. Ausgeglichen. Ja, weil was hat denn das fürs. Was für ein Wesen? Ja. Plus Verteidigung, minus. Ach so. Also das Rote ist ja mal Minus. Nein, dann kann man das beides. Aber das erlernt ja. Ja gut, dann später die Feenattacke. Also man könnte beides spielen. Ich würde sagen, wir nehmen den Komprimator raus, weil du ja eh das Defensive nicht fühlst. Ja. Verstehe ich auch. Also geht mir genauso im normalen Spieldurchlauf. Und mit Schaufel haben wir dann noch eine starke Attacke. Aber warum geben wir. Achso, es ist kein Normal-Pokémon mehr, stimmt. Es ist ja jetzt Fee. Okay. Dann weiter geht's. Wird das ganze LP gestreamt. Jupp. Ist ein Stream-Projekt. So, und wir wollen nun hier gen Süden auf die Route 5. Genau, aber zuvor. Da ist noch ein Item, soweit ich weiß. Wo? Ja, wenn man hier lang geht, oder nicht? Ach ja, ich glaube, du hast recht. Genau, ja. Ein Feuerheiler. Ja gut, dafür wäre ich jetzt nicht dahin gelatscht, aber da könnte man, da ist ja noch der Fahrradladen, ne? Aber da wir ja eh zu zweit sind. Stimmt, den Fahrradladen hätte man eigentlich auch noch zeigen sollen. Finde ich jetzt nicht unwichtig. Also nochmal komplett zurück. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, man kann ja da runterspringen. Zwar hat man die Sache mit dem Fahrrad geändert, also glaube ich, oder? Ja, bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber gar nichts. Ja. Aber wir können uns den Fahrradladen ja schon mal anschauen. Der sieht von außen schon sehr, sehr krass aus. Und drinnen haben sie auch tolle Fahrräder. Aber die Preise, da glaube ich, werden wir uns nicht einig. Ein glänzendes Fahrrad, es sieht sehr teuer aus. Hey, gefällt dir das Fahrrad? Schon, ja. So ein einfaches Fahrrad hat auch was, ne? Dieses Modell war bis vor kurzem voll im Trend und war überall auf TikTok zu sehen. Die frischen Farben, so geil, 1 Million hat das gekostet. Hey, in Dubai wird das produziert. Okay. Ja, aber 1 Million haben wir jetzt nicht dabei. Ich glaube auch keiner von euch. Wird also eher schwierig. Aber hey, schöne Bilder hier. Steht es da nicht in dem obersten Bild neben einem Jacuzzi? Oh, wow, was ein Flex. Oder auch das Bild bei dem See. Ja.
Das können sich nur Superreiche leisten, das dieses Fahrrad. Das Fahrrad hat mehr gesehen als die meisten Menschen. Man muss auch bedenken, das Fahrrad wird aus Gold hergestellt und dann nur übermalt, damit es so Geringverdiener wie wir nicht merken. Ich freue mich zwar immer, seltene Fahrräder zu sehen, aber der Fahrradbändig ist eine totale Quasselstrippe. Ja, der ist auch irgendwie ein bisschen besessen. Naja, schade, ist zu teuer für uns. Da müssen wir dann leider zu Fuß gehen. Wie normalos. Dann sagen wir Danke an Elmar Zuber für 5 Witze. Du bist der beste Let's Player. Ich liebe deine Videos. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Anschauen, mein Lieber. Und viel Spaß. Kuss für 1200 Likes. Nach 25 Minuten, also relativ früh im Stream. Viel Spaß weiterhin und Werbung. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. So, jetzt springen wir mal da in der Mitte runter. Da ist nämlich noch ein besonderes Gebäude. Oh, das kann Pokémon auftauchen. Vielleicht finden wir neue. Oh, Chanera! Und Fukano. Einfach mal Chanera! Das kann auch in seltenen Fällen im Mondberg spawnen. Wurde uns ja nicht gegönnt, aber jetzt schlagen wir zu! Warte. 1, 2, 3! Als ob keiner getroffen hat. Okay, nochmal. 1, 2, 3! Nur meiner. Timing ist sehr blöd, aber ich hasse es auch, wenn die Pokémon auf die rechte oder die linke Seite springen. Das ist so ätzend. Vorsicht, es flüchtet gleich. Konzentrier dich jetzt. 1, 2, 3! Okay, los, hier. Nein! Nochmal. 1, 2, 3! Der muss es sein! Fabelhaft! Double Ball und fabelhaft, gönn! Double Ball. Ball-Emoji! Ja, er ist drin, geilo! Ja. Und jetzt gibt's erstmal Level-Up-Party, glaube ich. 2000 Erfahrungspunkte sind gerade am Anfang absolut krank. Jetzt müssen wir natürlich wieder schauen, dass wir nicht zu overlevelt sind, aber ja, wir müssen es fangen, auch für den Pokédex, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh, Rasierblatt! Rasierblatt für Edelkraut. Sehr nice. Edelkraut müsste sich auch bald entwickeln. Zwar ist der Spezialangriff höher, aber ist okay. Ja, eine Giftattacke sollte es schon haben. Ja, ich denke auch. Dann packen wir Stachelspore raus. Ist eben weil Absorber ist auch noch eine nice Sache. Ja, vor allem, wenn du dann angeschlagen bist. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Kyogre und Lurak. Die beiden. Yes, Metronom für Pipi. Das ist absolut nice. Ich finde, das ist immer so spannend, was dabei rauskommt. Da kommen so richtig crazy Sachen raus teilweise. Ich liebe es. Ja, vor allem Explosion oder sowas. Das nehmen wir auf jeden rein. Dann kann man jetzt mit Metronom immer trollen. Habe ich jetzt mega Lust drauf. Ja. Weil du weißt ja nie, was für eine Attacke kommt. Und es gibt doch bestimmt im Spiel auch wieder irgendwo einen NPC, der... Oh, Donnerblitz! Was? Jetzt schon Donnerblitz? Das ist ja viel zu früh. Ja, aber sowas von. Ja, moin. Es gibt doch irgendwo im Spiel noch einen NPC, der einem Attacken wieder erlernen lässt, oder? Ja. Weil gerade für Liga würde ich eigentlich schon Amnesie reintun bei Pipi. Auch wenn du das... Also, wenn es in der Liga dabei sein sollte, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Alter, die Level-Up-Party eskaliert. Ja, aber Anton braucht es auch. Gibt es jetzt noch eine Entwicklung vielleicht? Bei Edelkraut. Ja, vielleicht. Bei Edelkraut glaube ich auch. Oder nee. Konfusion, Anton, ja. War erst auf irgendwas mit 20, glaube ich. Ja, Rutenschlag. Konfusion, weg. Kratzer weg. Ja. Was ist Ihr Lieblings-Pokémon? Haben wir auch schon in einem anderen Stream beantwortet. Ho-oh. Genau, Ho-oh. So, dann haben wir dich jetzt auch. Und schnell weiter zu Fukano. Komm her. Aber es hat sich nicht entwickelt, Edelkraut. Tatsächlich, aber ich kann mich auch erinnern, ich glaube, Myraplan entwickelt sich erst auf 24 oder sowas. Zu Duflor. Bleiben wir beim Superball. Ja. 1, 2, 3. Fabelhaft wieder. Gibt auch wieder viele EP. Bleibt Pipi bis zur Liga. Wie gesagt, wissen wir nicht. Müssen wir schauen. Wir wollen viele Pokémon einfach benutzen. Es gibt hier auch noch Abra im Gras. Auf Level 21 entwickelt sich Myrapla. Okay. Ja, also nochmal ein bisschen früher als gedacht. Haben wir es ja gleich.
Eure Lieblings-Pokémon-Spiele. Schwierig. Ja, ist echt schwierig. Pokémon ne? Gold und Heart Gold. Ja, Remake. Heart Gold, auf jeden Fall. Pokémon Diamant. Smaragd. Ja, Smaragd würde ich auch so auf den dritten Platz noch mitnehmen. Und Schwarz-Weiß. Die Remakes. Schwarz 2 und Weiß 2. Die waren auch sehr gute Spiele. Komm her! Ohne dich aufzublasen. Eins. Warte. Eins, ja, zwei, drei. Los. Was? Ja, du musst schon auch in die Richtung schmeißen. Ja, du hast auch nicht in die Doch. Richtung geschmissen. Eins, zwei, drei. Nein. Und eins, zwei, drei. Jetzt endlich mal. Für ja, die Hyperbälle okay. verschwendet. Ja, wir müssen auf jeden Fall im Markt dann welche kaufen. Blue Blade, danke dir für die Mitgliedschaft und viel Spaß mit den Emojis. Jan Philipp mit dem 5er dabei. Warum erinnert mich dein Thumbnail an die andere Ligakarte von Kate aus Schwert und Schild? Kate war auch eine tolle NPC. Tolle Arena-Mette. Toll. Mit großem Talent. Ja. Das ist das Besondere hervorzuheben. Alpha Saphir? Fragezeichen. Ja, genau. Ja, das sind auch. Die Remakes. Ja. Das meinte ich ja. Remakes von Pokémon Smaragd und Co. Ja. Ich glaube, damit haben wir sogar alles, was hier spawnen kann. Abra noch nicht. Alles. Oh, doch, du hast recht. Abra noch nicht. Ach, drei Superbälle. Kommt wie gerufen. Aber der ist auch schwer zu fangen. Er muss halt First Try sitzen, ne? Ich glaube, es gibt auch andere Orte, um ihn zu bekommen. Schauen wir erstmal hier hinein. Bitter ist, wenn dann ein Shiny kommt und du einfach keine Möglichkeit hast, da wieder reinzulaufen. Hallo, junger Mann! Ich bin überall als der Super-Spezial-Opa bekannt. Will man so einen Ruf haben? Du fragst dich sicher, warum das so ist, oder? Dieses Geheimnis kann ich nur außergewöhnlich guten Pokémon-Trainern verraten. Wie man zu einem außergewöhnlich guten Pokémon-Trainer wird? Ja, indem man sich den Titel des Champs verdient. Ja, wahnsinniger Tipp. Das hier ist die Pokémon-Pension, Leute. Wenn ihr keinen Bock habt, eure Pokémon zu trainieren, dann könnt ihr sie auch einfach hier abschieben und dann macht das die Omi für euch. Ja, nur dann erlernt es halt willkürlich irgendwelche Schmutzattacken. Genau. Da werden dann aber auch immer die obersten Attacken überschrieben, ja. Also aufpassen. Ist aber eine Möglichkeit, um ein extrem schwaches Pokémon passiv zu leveln. So, und hier haben wir noch ein Äther. Oh, und hier und ist auch drei Nanabären. Oh, schau mal, da ist der Knecht. Da ist der Kek, aber ich gehe nochmal nach oben. Ein bisschen luken. Kommt da noch ein Abra? Wäre schon toll. Leider nein. Naja. Dann vielleicht auf der nächsten Route. Wer weiß. Schauen wir mal. Oh, hey, Domli. Da kommt man anscheinend nicht durch. Aber wir können stattdessen die Unterführung nehmen, um nach Urania City zu kommen. Da drin ist es bloß ein klitzekleines bisschen dunkel. Oh, du Schisser. Wie alt bist du? Huch. Halt, warte mal kurz. Du hast da eine Zecke. Das verwechselst du mit dir. Dein Haar hat so geglitzert, guck mal. Das hat er sich darin verfangen. Wer kennt's nicht, dass sich ein Beleber in den Haaren verfängt? Was ist Wer das denn für eine weirde Szene? Was? Ein Beleber. Oh, warte, es hat sich was in den Haaren verfangen. Schau, da war ein Fahrrad drin. Mit einem Beleber kannst du ein besiegtes Pokémon wieder kampfbereit machen. Ich habe auch einige Exemplare davon dabei. Ja, du brauchst sie auch. Hier, ich gebe dir noch mehr ab. Oh, Bruder. Wer weiß, vielleicht helfen sie dir ja in der nächsten Arena aus der Patsche. Oh, sind das etwa Bootstickets, die du da hast? Nein, das ist... Hallo, das ist mein Bootsticket. Ey, du darfst es nicht aufgeben, aber du kannst es nicht anders machen. Wer kennt es nicht? Nein.
Man ist richtig in Love mit seiner Freundin, aber will auch mal was mit seinen Kumpels unternehmen. Die beiden verstehen sich aber nicht. Und du musst dich entscheiden. Natürlich Bros before Hoes. Danke, Enzo. RIP. Du gibst Keck ein Bootsticket und Juli schaut in die Röhre. Dabei dachte ich, dass man ein einziges Mal an mich gedacht hat in diesem Spiel. Du bist dir auch wirklich sicher, dass du Juli damit jetzt... Dass du Juli nicht brauchst? ...in irgendeinem schlechten Airbnb übernachten lassen musst? Ja. Bei mir ist es auf jeden Fall in guten Händen. Ich werde es nicht verfallen lassen, ich schwör. Aber sag mal, wo hast du diese Tickets eigentlich her? Aber diese Sprechblasen. Was? Du hast sie von diesem sprechenden Pokémon bekommen? WTF? Okay, verstehe. Das war also in Wirklichkeit ein Mensch. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ja. Boah, ist mir das peinlich, ey. Lass uns diese Geschichte bitte schnell wieder vergessen. Also gut, ich gehe dann schon mal vor Flexen. Bis dann! Das ist toll mit meinem Bootsticket. Cry! Juli wurde exekutiert vom Spiel und von ihrem Mann. Schlimmer kann es nicht mehr kommen. Aber warum kommen wir hier eigentlich nicht durch? Hä? Was ist da los? Police. Ich hab scheiß Laune, also verpisst euch. Ich hab keinen Bock zu arbeiten. Die zahlen einfach so scheiße. Okay. Ein Herz für Juli. Sonst hat ja niemand eins für mich. Keck, der Cockblocker. Oh mein Gott, das ist jetzt aber... Das ist schon sehr wild. Mein Pokémon ist so schlau. Wir ineinander sind. Wenn ich es auf der Schulter trage und ein Item in der Nähe ist, wackelt es mit dem Schweif. Okay. Der Cat macht seinen Namen alle Ehre. Richtig. Oh, Vorsicht, hier gibt es, glaube ich, eine Menge Items. Immer auf den Schwanz von Pikachu achten. Ja. Hat uns der Typ hier oben auch quasi gerade verraten. Eine Sprühdose Schutz, aber ich meinte eigentlich unsichtbare Items. Das Ding ist nur, wegen Rappler sehe ich das jetzt nicht so genau. Na komm, gönn! Ja, hier ist anscheinend. Doch, guck mal. Ja, sicherlich! In so einem Gang liegt einfach mal ein Goldstück rum. In so einer versifften Unterführung. Das haben die ganzen Drogendealer und so wahrscheinlich hier verloren. Ja, Nugget, vor allem so Drogendealer. Ja, wer weiß, mit was alles gezahlt wird, du. Top-Lock-Parfüm. So viele Herzen? Warum so viele Herzen gerade im Chat? Ja, für mich. Ach, für dich? Ja, oh. Hallo, hast du mich schon wieder vergessen. Der Chat hat mitgefühlt. Ich hab's nicht gehört, deswegen. Das ist sehr lieb. Noch ein Lock-Parfüm. Mitleid für Juli. Das ist schon bitter. Du hast dich im letzten Part halt so gefreut, dass das Spiel auch mal an dich gedacht hat und dann macht Keck diesen. Dann, nein, du machst ja diesen. Du hast es ihm ja gegeben, so. Ja, wir besprechen das später. Wir werden das später erörtern. In einer Krisensitzung am Mittagstisch. Schon viele Leute in der Unterführung. Schon viele Leute haben in der Unterführung Dinge verloren. Das liegt wohl daran, dass es dort zu dunkel ist. Ah, eine Goldbarren verloren. Rolex lag auch noch irgendwo in der Ecke rum. Man kennt's. Ein Schlüssel für ein Lambo auch, der da einfach vor der Tür stand. Ich glaube, hier kann Abra auch noch spawnen. Wir halten mal die Augen offen. Super dran. Und haben uns jetzt einfach mal an diesen schlecht gelaunten Wärtern vorbeigeschlichen. Problem nur, da drüben ist Safronia City. Auch eine Arena mit einer. Eine Stadt mit einer Arena, ja. Da müssen wir früher oder später hin. Eine Arena mit einer Stadt, ja. Vielleicht können wir dem Typen ja irgendwie eine bessere Bezahlung ermöglichen, indem wir mit seinem Vorgesetzten verhandeln oder so. Mal schauen. Du sitzt übrigens ein bisschen zu tief. Oh. So. Besser, genau. Und jetzt let's fight. Es hat mich so niedergeschlagen, dass ich... Ja, ich verstehe das. Sie ist so traurig. Bin. Oh, und habt ihr das gesehen? Ich konnte da jetzt wirklich nicht dazwischen laufen. Ja. Dann wisst ihr, hört damit auf. Selbst dafür war man wohl zu faul. Mittagstisch um 18 Uhr, alles klar. Dachte ich mir gerade auch. Meine Zeiten sind anders als eure. Kuri, vielen, vielen Dank für 5 Münzen.
Hey Domi, machst du mit Juli in Zukunft wieder Wi-Fi Battles im Diamant und Pearl, so wie in X und Y und Oras? Hab das gefeiert, kam immer gut an. Nee, kam eben nicht gut an. Die Kommentare waren voll mit Cancer und Besserwisserei, deswegen haben wir damit aufgehört. Ist jetzt zwar schon einige Jahre her, vielleicht hat sich das mittlerweile gebessert, aber früher war das echt nicht so geil. Das war aber, glaube ich, im frühen YouTube-Zeitalter generell ein Ding. Da haben sich so furchtbare Leute gruppiert und immer Kommentare zugemüllt. Wir können es mal probieren, aber ich bin skeptisch. In Wirklichkeit hast du nur Angst vor mir. Früher war die Pokémon-Community bei so Wi-Fi-Battles immer sehr toxisch. Ja, wobei Pokémon-Community eh immer so ein Ding für sich ist. Ja. Aber man könnte es ja vielleicht nochmal probieren. Wir überlegen es uns. Jetzt erstmal Rasierblatt! Auf ein Gift-Pokémon. Ach, genau. Was soll ich machen? Säure? Außerdem, das ist doch Bodengift. Das ist also neutral. Oh, Kaskade. Oder hat er noch nicht den Bodengift? Als ob, wer kennt's? Ui, das sah lustig aus. Und er ist zurückgeschreckt. Hallo? Mit Broken. Nee, hat noch keinen Bodentyp. Okay, kriegt dann wohl erst in der Endform. Alles klar. Ja, egal. Ich mach jetzt nochmal Metronom. Ja, wir kriegen das hin. Was dann Hass-Pokémon? Alle hässlichen. Zu viele. Bam! Gesang. Gut. Gesang war jetzt aber ein bisschen unnötig, meinst du nicht? Ja, es war ein Metronom. Ach so. Das habe ich nicht. Hallo, als ob ich da in so einer Situation Gesang einsetzen würde. Bitter. Hey, aber kann das dann daneben gehen, wenn man mit Metronom Gesang einsetzt? Ja, natürlich. Oder? Es kann jede Attacke mit Metronom auch daneben gehen. Belasto. Und nochmal Kuri mit 3 Münzen, aber ich glaube die gleiche Frage, 2 mal hintereinander gestellt. Immer ein bisschen warten, Leute, alles gut. Retro Gamer und Flair, willkommen bei den Mitgliedern und danke euch für den Support. So, und die beiden Camper. Ach nee, es war jetzt nicht mal ein Doppelkampf, weil ich den ja einzeln ansprechen musste, ne? Hä, was? Nicht einfach. Hab ich mich dumm angestellt? Nee, man kommt hier nicht durch, seht ihr das? Ja. Was ist das, Digga? Das hätte ein Doppelkampf sein können. Ja, dann musst du und weil die Entwickler zu dumm sind. Und was sagt sie? Ja, sie kämpft auch. Ja, super. Das ist es ja. Das hätte eigentlich ein Doppelkampf sein können, aber man hat das einfach beschissen programmiert. Und ein schöner Doppelkampf, weil sie die männliche und die weibliche Form von Nidoran einsetzen. Aber es wurde wohl so nicht gewollt. Nee, leider nicht. Okay, ich wechsle dann aber mal auf Anton. Ja, könnte was mitzureden haben. Er kann ja Konfusion, also. Stimmt. Stimmt, ich hätte auch Schaufel einsetzen können. Wir haben den Kampf ja mal voll verdödelt. Ja, egal, Metronom ist halt auch lustig. Ja, du schon, aber. Du setzt rechte Hand ein. Aber wenn man sehr effektiv angreifen kann, sollte man es auch tun. Egelsamen, ciao. Ihr habt eine TM im Pokémon Center vergessen. Was? Ja, wahrscheinlich von irgendeinem NPC. Ich habe aber vorher geguckt, es gab nichts in Matsuria City. Dankeschön, Nintendo. Er braucht schon Doppelkämpfe in dem Spiel. Ja, ich finde die schon angenehm eigentlich. Ja, nur dann kann ich ja gar nicht auch mitspielen. Das ist ja, gut. Würdet ihr euch über ein neues Mario Party von DND-Cube freuen? Mhm. Freuen nicht, nein. Ich würde mich eher über Remakes von den alten Teilen freuen. Ich hätte schon Bock auf ein neues Mario Party, aber ich weiß halt schon, bevor es angekündigt wird, dass es Müll ist. Aber trotzdem besser als nichts. Genau, das Spiel ist in Generation 7 angesiedelt. Ihre Mitverbrennung? Ihr müsst den Zirkustypen ansprechen.
Von dem Dompteur hätte es eine Attacke für Pikachu gegeben. Ah, okay. Sollen wir dann nochmal zurückgehen? Ja, wie du meinst. Oder vielleicht am Anfang des nächsten Streams. Mach sie dir Wasser, warum Konfusion? Das passt schon. Dann setze ich die Plexi. Ich würde sagen, wir machen das am Anfang des nächsten Streams. Oh, reicht's doch nicht? Doch, Plexi regelt. Alles gut. Joel, vielen, vielen Dank für 5 Münzen. Fragen an Juli. Was denkst du, wenn Domi im Nachbarzimmer plötzlich komplett ausrastet und schreit, guckst du eigentlich die Videos oder die Streams an? Ja, ich bin meistens nicht im Nebenzimmer, sondern irgendwo anders im Haus. Genau. Ja, gehört halt dazu. Wir haben das ja extra so gebaut, dass das hier ein eigener Raum ist, separat. Zwar gibt es einen Verbindungsgang. Es ist wie ein eigenes Gebäude eigentlich. Ein eigenes kleines Gebäude, kann man so sagen, ja. Gibt einen Verbindungsgang, aber man hört es eigentlich nicht, außer richtig heftiger Rage bei Fall Guys vielleicht manchmal. Dann hörst du es in der Küche. Dann lachen wir aber auch gemeinsam danach drüber. Der will auch kämpfen. Da hinten ist bestimmt auch ein hochwertiges Item, wenn es bei so einem Edelmann ist. Die Attacken, die man da bekommen kann, sind aber leider sehr broken. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, wir nutzen das Pikachu ja nur im Notfall. Wann war es jetzt schon im Einsatz? Also bei den Arena-Kämpfen finde ich schon, dass es einen Auftritt verdient hat, aber sonst... Ja, sehr blöd. Ich will, dass sich Edelkraut jetzt endlich entwickelt. Ja, wird es jetzt auch wahrscheinlich. Das Evoli passt voll zu diesem Rich Man. Ja. Ich sehe ihn an, der hat Amazon bei 800 Euro gekauft und bei 2,6 verkauft. Oh, Karateschlag, Ehre! Oh. Ehre an Metronom! Wow, also bisher hat Metronom echt einen guten und Job gemacht. Und Volltreffer war es auch noch. Geilo. Der Wuchtschlag oder so. Es reicht immer noch nicht! Wie kann man Mitglied werden? Gibt ab und zu mal einen Link im Chat, aber auch unter dem Video. Und ich glaube, wenn du Ausrufezeichen Mitgliedschaft im Chat eintippst, kommt der Link auch nochmal. Ah, crap. Jetzt ist er reingelaufen. Wir haben noch keinen Namen für Anton. Gott, was sind denn wir für Schlafsäcke? Wir nennen es Safe Donald. Danke für den Hinweis. Ich finde, er sollte auch mehr im Fokus stehen. Ich glaube, wir tauschen jetzt Feri mal aus, weil sie ist eh viel zu hoch gelevelt. Guck mal. Ja. Geht gar nicht hier! Was sind denn die alle so aggressiv, die Hunde? Das sind Eindringlinge. Ich hab nichts zum Futtern für euch. Müsst ihr euch selber suchen. Ja, du bist das Futter. Also denkst du, die wollen uns fressen? Ja. Solltest du als Hundeliebhaberin nicht eigentlich sagen, der will nur spielen? Ja, solche Hundehalter würde ich am liebsten fressen. Tentacher. Perfekt. Dann gleich mal Konfusion. Rein, ja. Und du? Ja. Ja, einfach zur Sicherheit noch Absorber hinterher und dann passt das. Angelehnt an Donald Duck? Ja, genau. Nein, super Scholl. An Katrin, vielen Dank für 5 Münzen. Hey ihr zwei, ich wünsche euch viel Spaß beim Stream. Liebe das Projekt jetzt schon, PS. Meine Freundin, nämlich übrigens Anne und ihr auch. Okay, ich versuch's mir zu merken. An Katrin, Anne. Vielen lieben Dank für die Doni und viel Spaß. Der überlebt? Ja. Erzentacher ist C. Ich bin enttäuscht von uns. Die haben alle Tollwut. Ja, schon irgendwie. Weil von allen Pokémon haben uns die Fukano bisher am aktivsten angegriffen, ja. Finde ich. Wie springt man? Man kann nicht springen. Was?
Man kann nur über diese Treppen springen, aber ja, auch nur von der einen Seite. Aktiv springen geht in Pokémon nicht. Also jetzt reicht's aber auch ja, mal. Echt so? Was ist das? Warum macht ihr uns so einen Ärger hier? Ja, mit seinem blöden Superschall. Wie machst du die Outros, also mit welchem Programm? Adobe Premiere und After Effects. Aspirin für Anton. Danke, Laura. Wir reichen es an ihm weiter. Ja. Wird er auch brauchen, so wie der immer Kopfschmerzen der bekommt. Arme. Immer noch kein Level Up, du wirst mich verarschen. Ja, das war nur ein Tintacher. Das ist ein Tauboga. Was haben wir ja selber? Ja. Und ein Paraheiler. Kommt hier noch ein Trainer? Ja. Oh, hier gibt's noch einen Doppelkampf dann, oder? Vielleicht. Das heißt, du bist dann raus. Ja, okay. Nee, hä? Gar nichts. Es gibt keinen Doppelkampf. Was? Die haben das so programmiert, dass die Abstände, ja. Warum? Ich hab keine Ahnung, frag Game Freak. Vor allem, die haben ja alle nur ein Pokémon. Was soll der Scheiß? Warum gibt's den Doppelkampf nicht? Sind die jetzt irgendwie Kontra-Doppelkampf oder was? Oh shit, du Mann. Ja, mach Säure, nein, ich. Nein, ich verpiss mich! Ich bin doch nicht wahnsinnig, hallo? Dann schalte ich mal. Sei still, du musst überlegen. Ich hab immer so viel Angst, ich hätte nicht ausgewechselt. War da oben ein Shiny? Nee, ich hab nichts gesehen. Die glitzern doch auch, ne? Ja, man sieht es. Also, man sieht das eigentlich schon. Nein, Aspirin als Name. Ach so, habe ich dich falsch verstanden, Laura. Na, ich finde Donald besser. Aber trotzdem danke für den Vorschlag. Vielleicht dann aber als... Oder, okay, machen wir den Deal. Ich nenne es jetzt Aspirin, aber dann, wenn es sich weiterentwickelt, ist es wieder Donald. Top Zwei Deal. Superbälle. Machen wir es so. Weil, oh ja, oh, endlich. Passt eigentlich auch ganz gut. Weil als Enteron hat es ja diese Kopfschmerzprobleme, glaube ich, nicht mehr. Ja. Und es sieht gleichzeitig mehr aus wie Donald Duck, finde ich. Und er sieht jetzt einfach aus wie so ein Vollpfosten. Sieht aus wie du, Sabbat. Wenn du aufgewacht bist. Wenn du wach wirst. Ja, das bin ich, wenn ich gerade aufwache. Hast du recht. Eins zu eins. Vor allem nach schönen Träumen. Ja. Okay, umbenennen. Und auswechseln. Edelkraut macht jetzt nämlich auch mal eine Pause. Ja, Schlingel kannst du wieder vortun. Juhu, und... Du kommst wieder rein. Ja. Ja, lass mal es erstmal so. Ich überlege dann, glaube ich, offcam noch mal ein bisschen, was wir so trainieren aktiv. Obwohl, andererseits, warte kurz. Ich finde, Hotwing kann auch noch raus. Level 23 WTF. Und dafür tun wir einfach mal Kleinstein rein. Ja, wobei wir das nicht entwickeln können dann. Zu Geowatz. Ja, dafür aber Geowatz zumindest noch werden. Mitnehmen, warum nicht? Ja, umbenennen wolltest du doch. Naja, danach dem Kampf. Anton entwickelt sich erst auf 33? What? Duflo auch umbenennen in Giftkraut. Ja, so einen anderen Namen sollte man schon geben. Aber gibt's noch bessere Vorschläge? Vielleicht irgendwas mit Sabba. Domi wird wach. Nennen wir es einfach Sabberkraut, oder? Sabberkraut fühle ich. Bäh. Kleinstein, Lilstone. Ja, auch gut. Mach mal. Jetzt darf ich die ganzen Namen aber nicht vergessen. Hau ab, Camper. Du hast uns nichts entgegenzusetzen, du Duli.
oder kleinen Stein? Ein Stein. Ein mit Stein. Leerzeichen. Ich hätte es so genannt. Also erstmal Aspirin. Lukas Zeiter, danke dir für die Mitgliedschaft. Shadow lässt die Münze da. Und Bra, it's Robin. Zwei Münzen Spaß und liebe Grüße. Kommt eigentlich auch ein Talk zu NSMBU Deluxe. Nicht ausgeschlossen, aber Interesse ist gering, sage ich dir ganz ehrlich. Weil das Spiel habe ich jetzt einfach schon 3 Millionen Mal gespielt, okay. Und. Ah. Aber du bist besser in Jump'n'Runs mittlerweile, ne? Ja, viel besser. Mal schauen. Vielleicht auch als Stream, keine Ahnung, kann ich jetzt so spontan nicht entscheiden. Dann Lil Stone. Lil Leerzeichen Stone. Lil Stone. Nee, warte, noch viel besser. Cancel, The Rock. Besser, top Vorschlag. The Rock. Helmut Kreuz, willkommen bei den Mitgliedern. Kuss und Dankeschön. Haben wir jetzt alle? Nee. Edelkraut hast du ja raus. Das Kraut fehlt noch. Namen ändern. In Sabberkraut. Mhm. Namen für Kleinstein, Watzke. Hä, wieso denkst du dabei an Watzke? Lul. Fully Purba ist jetzt Blumen-Ehrenmitglied. Danke dir für die Treue und für die höchste Stufe. King. Und wir sind da! In Urania City! Ach, da ist auch die Polizistin mit dem Shiggy. Ja. Oder ist das eine andere? Ich weiß gar nicht. Wir werden es im nächsten Part herausfinden, denn hier endet mal wieder unser Stream. Vielen Dank fürs Dabeisein. Chill ich mal wieder. Und bis morgen. Schönen Abend. Wiedersehen.